Herzlich willkommen, meine Krümel. Wir müssen Toiletten bauen. Da zeige ich euch dann auch noch, wie ihr unendlich Wasser bekommen könnt durch die Toiletten. So, also ich habe es hier einmal quasi den Grundriss. Wir haben hier einmal ein Waschbecken, Toilette, Dusche und das Waschbecken. Hier möchte ich auch noch eine Toilette hinmachen, passt aber nicht hin, weil das hier da im Weg ist. Lassen wir das mal graben und stellen die Priorität auf 8 einfach. Ja, gerne, dass sie das da oben bauen. Deswegen machen wir mal hier auf die 9. Und wir können ja meinetwegen schon mehr hinbauen. Also die Dusche ist 4 hoch, passt perfekt. Dann müssen wir rein theoretisch hier bauen, ne? 1, 2, 3, 4. Hoch. Und dann würde ich sagen, hier muss gegraben werden. Graben auf der Stufe 9, bitte. Und dann bauen wir das hier wie hier oben. Kopieren wir hierher. Das kommt einmal hier. Die Dusche, die kopieren, die machen wir auch wieder hier und hier. Und die Toiletten, die bauen wir hier neben das Waschbecken hin. So ungefähr soll es dann aussehen. Hier habe ich eine Lücke gelassen, immer eine, damit ich hier noch eine Statue hinbauen kann, damit das dann richtig schön wird. Aber was wir machen sollten, ist ein Flüssigkeitsfilter. Den tun wir einfach hier runterstellen. Diese Seite hier hin. Ah, wir können erstmal was Neues machen, bevor wir das weitermachen. Wähle eine Blaupause. Wir wählen sie hier. Wir können den Namen noch ändern. Also schreibt gerne mal einen Namen in die Kommentare, wenn ihr da einen, ja, coolen Namen habt. So, wir machen verbesserte Tragfähigkeit. Nikolai, du bekommst, ja, du hast eigentlich schon alles, was dir gefällt. Möchtest du? Ah, wir können ja gerne mal grillen. Da kannst du grillen. So, jetzt, aber jetzt die Rohre. Hier ist der Eingang und hier ist der Ausgang. Das heißt, das hier muss quasi hier einmal komplett lang geführt werden und geht dann hier einmal hoch und geht dann hier rüber. Genau. Hier Eingang, Eingang, Eingang und Eingang. So, also einmal geht das hier vom Grün alles in das Weiße rein. Hier einmal komplett rum. Und dann geht das hier, das Grüne, hier hoch. Und geht dann auf der anderen Seite runter. Das heißt, bis hierher und geht hier rein. So, und die Grünen verbinden wir jetzt einfach nur hier oben. Und die hier müssen wir eins tiefer bauen und hier lang führen. Sieht leider nicht so schön aus, aber ist sehr praktisch für unendlich Wasser. Ich erkläre euch auch gleich, warum. Zum einen ist die Toilette hier. Die Toilette, die Leute gehen aufs Klo, produzieren Wasser, produzieren aber mehr Wasser, als sie eigentlich verbrauchen, sage ich jetzt mal. Also die Toiletten produzieren einfach mehr Wasser und irgendwann sind die ganzen Rohre voll. Das Wasser könnte man entweder erwärmen, um die Keime rauszubekommen, oder man nimmt sie halt für Pflanzen, Boxen, und zwar hydropische Form. Da könnt ihr dann da eure Rohre dran machen. Da habt ihr dann auch nochmal eine unendliche Essensform. Priorität auf 9, alles auf 9 bitte. Aber ich glaube, der hier unten braucht Wasser. Braucht Wasser und Strom. Machen wir einfach hier ein Laufband hin, eine Batterie und ein Kabel. Und hier ist auch schon viel Wasserstoff drinne. Also Wasserstoff ist hier nur drinne. Darauf solltet ihr aufpassen. So, wir können aber jetzt hier unten die Toilette hinstellen. Die Toilette ist das hier und ich stelle mir hier direkt neben das Waschbecken. Oh nein, ich habe mich verbaut, oder? Guck mal, ist überall noch 1, 2 frei. Da habe ich mich wohl verbaut. Na, das setzen wir halt da noch eine Toilette später hin. Es funktioniert zum Glück alles so, wie es funktionieren soll. Wir haben hier Wasser, hier, ich bin doof. Wir haben hier unendlich Sauerstoff, das in meine Kolonie geleitet wird. Wir haben hier unendlich Wasser hier unten. Hier oben wird auch das Wasser abgepumpt. Leider ist die Batterie leer. Da muss mal einer hier bitte hochgehen. Wer geht hoch? Rowan. Okay, dann machen sie das einmal bitte. Oh, es ist Schlafenszeit. Jetzt gehst du wieder runter. Das war schon in der letzten Folge so, dass du einmal hoch und dann wieder runtergerannt bist. Oh mein Gott, die Biografie von ihr ist einfach. Sie mag es, Leute zu boxen, um ihre Zuneigung auszudrücken. Jeder hat zu viel Angst vor ihr, um zu sagen, dass es weh tut. Aber sie ist dafür sehr produktiv. Ich mache das jetzt einfach auf roten Alarm wieder, damit ihr das bauen tut. Ey, ihr macht alle Sauereien, weil ihr gestresst seid. Oh nein, jetzt sind die in das... Oh nein, jetzt ist das in das Wasser gegangen. Ich könnte... Ah, es ist hier verschmutztes Wasser drin. Naja, egal, müsst ihr mit leben. Okay, Leute, jetzt baut das mal endlich zu Ende. Ah, ihr braucht schon so viel Zeit. Jetzt geht es irgendwie schnell voran. Ich weiß zwar nicht, woran das liegt, aber es geht auf jeden Fall schneller. Auf jeden Fall muss das noch aufgewischt werden, was ihr hier für eine Sauerei gemacht habt. Es hat schon wieder jemand eine Sauerei gemacht. Hat eine Sauerei gemacht. Ihr macht 10.000 Sauereien. Warum macht ihr das? Hä?
ich habe doch Toiletten. Die Toiletten funktionieren doch noch. So, und wenn das alles funktioniert, dann haben wir unendlich Wasser. Und dann müssen wir nur noch das Sanitär machen. Genau, wir schließen das dann einfach mal kurz hier drüben an. Baut das mal bitte schnell. Und dann haben wir die Toilette auch gebaut. So, da muss nur noch jemand da oben hin und das Wasser, dass da Wasser reinfließt. Aber nur ganz kurz. Das bin natürlich ich. So, und das reicht eigentlich schon. Wasser dürfte jetzt mit hier reinfließen. Wir gucken uns das Wasser mal an. Da oben wird noch kurz was gebaut, aber dann hätten wir es geschafft. So, hier kommt das ganze Wasser an. So, jetzt geht hier das ganze Wasser rein. Und jetzt können die hier auch aufs Klo gehen. Hier, die gehen schon aufs Klo. Oh, so, jetzt gucken wir es nochmal an. Hier, der hat jetzt ein und so ein kleines Büpsel Wasser gemacht. Also da kommt auf jeden Fall mehr Wasser raus, als es hier rein macht. Hier geht nur ein Punkt rein und hier geht ein und ein halber Punkt quasi rein. Ich weiß nicht, wie viel ist das? 1700 Gramm plus 10 Kilo. Da könnt ihr euch das ausrechnen und hier sind nur 10 Kilo. Also ein bisschen macht man da plus. Hier, jetzt geht das Wasser hier rein und wird gereinigt, aber es hat die Keime noch. Aber so funktioniert dann das unendliche Wasser. So, und was wir hier machen können, ist das hier zerlegen. Dann geht nämlich das Wasser auch hier oben mit weiter. Oh, das ist doch eine coole Folge geworden, dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Drückt auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.